So, nochmal einen schönen guten Abend hier aus der Börse in Stuttgart. Das war heute ein wilder Tag. Viele Quartalszahlen hat es gegeben. So viele, dass ich fast den Eindruck hatte, die Anleger wissen gar nicht genau, wo sie hingucken sollen und halten deswegen die Füße still. Nein, in den einzelnen Werten gab es natürlich viel Bewegung. Im Großen und Ganzen, im DAX zum Beispiel, da hat sich relativ wenig getan. Am Ende des Tages pendeln wir wieder um den Schlusskurs vom Vortag. Morgen gibt es noch einmal so viele Quartalszahlen und die Einkaufsmanager kommen zu Wort, gerade aus dem Dienstleistungssektor. Und Einkaufsmanager sind ja diejenigen, die zu ihren Chefs laufen müssen und sagen, was sie in den nächsten 6 Monaten ausgeben wollen. Und Chefs sind ja naturgemäß relativ knausrig. Und deswegen sind solche Zahlen dann mit sehr spitzer Feder gerechnet und deswegen auch sehr belastbar. Los geht's ja schon um 3.45 Uhr mit dem Einkaufsmanager-Index PMI der Chinesen. Ja, da wird eine leichte Verbesserung erwartet auf 52,2. Alle Werte über 50 deuten ja auf Expansion hin. Wie gesagt, es geht morgen um das Thema Dienstleistungssektor. Und das zieht sich dann wie ein roter Faden durch. Wir schauen nach Europa, Spanien, Italien, Frankreich. Überall relativ gute Werte, die hier erwartet werden. Auch Deutschland dann kurz vor 10 ist man dran mit 53,7 Punkten, die erwartet werden. Zwar ein minimaler Rückgang, aber ein sehr, sehr hohes, sehr, sehr gutes Niveau. Schauen wir dann nach Amerika. Ab 13 Uhr gibt es die Hypothekenanträge und die Experten erhoffen sich hiervon Aufschluss darüber, wie es um den Häusermarkt in Amerika bestellt ist. Der Arbeitsmarkt, auch ganz wichtig, die Beschäftigtenzahlen von der ADP, der Automatic Data Processing, diese private Agentur, die wird es auch geben, gewissermaßen als Vorläufer für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung. Den gibt es dann am Freitag. Auch die Amerikaner haben ihre Einkaufsmanager in dem Bereich Dienstleistung. Auch die gucken da mal ganz kurz in ihre Bücher. Und last but not least, die Rohöllagerbestände 16.30 Uhr. Wir erwarten hier überraschenderweise doch einen leichten Rückgang, obwohl wir doch überall ein Überangebot an Öl haben. Ja, wie gesagt, Quartalszahlen gibt es auch hierzulande. Los geht's mit der ersten Börsenreihe Beiersdorf. Die preschen dann vor. Auch in die zweite Börsenreihe gucken wir kurz rein. Da gibt es die Automobilzulieferer, zum Beispiel Grammer, die uns morgen teilhaben lassen an ihren Geschäften. Hannover Rück, KUKA, Rational. Also Sie merken schon, sämtliche Branchen sind morgen dran, die in die BIT müssen. Banken auch mit der Société Générale und der UniCredit. Ja, und dann haben wir das Thema Öl noch mal ganz kurz. Transocean, Ölförderer, Öldienstleister, der Quartalszahlen liefert. Und ein Autobauer kommt auch noch, allerdings aus den USA. Ein Autobauer der ganz besonderen Art. Der braucht nämlich gar kein Öl. Der braucht dafür relativ viel Strom. Es geht um Tesla, diese schnellen Flitzer. Ihnen jetzt einen entspannten Abend. Auf Wiedersehen, bis morgen.